Willkommen, Bürger und Scharlatane, zu Let's Guck mal, Gunner Heat PC. Es gab ein paar kleinere Updates, die schreiten in ihren Early Access weiter vor. Jetzt ist Artillerieunterstützung und Luftwaffe reingepackt worden, sowie ein paar Flattermänner und ein, zwei neue Fahrzeuge, also Hubschrauber. Und da haben wir eine Showcase-Mission dafür. Und die werden wir mal spielen. Also, Lage: Wir sind der dritte Zug. Man soll die gegnerischen Kräfte verzögern, die durch das Tal wollen, hinter dem Objekt Kreuzung. Der Feind besteht aus einer verstärkten Kompanie mit angeschlossener Aufklärung, einen T-72-Zug, drei BMP-Zügen, einen Platoonzug und es könnten Hubschrauber oder Jets als Luftnahunterstützung kommen. Eigene Kräften, ein Zug Bradleys, vier Stück, Luftunterstützung und Artillerie. So, unser Auftrag ist es, wir sollen den Battlepunkt 15 besetzen, die vorgeschobenen gegnerischen Aufklärungskräfte vernichten und wenn es dann passiert, sollen wir bei Bedarf auf den Battlepunkt 16 zurückweichen und den halten, bis der Gegner nicht mehr in der Lage ist, den Angriff fortzusetzen. Okay, und ansonsten, ja, 90% Gegner zerstören, passt. Dann entpausen wir mal. Also, ne, wir pausen. Also, da haben wir unsere Karte. Hier ist eindeutig das Tal zu sehen. Hier ist die Kreuzung, wo sie nicht durch sollen. Hier ist die erste Kampfstellung, hier ist die zweite Kampfstellung. Hier sehen wir so einen Höhenzug. Was haben wir noch? Hier ist ein Höhenzug. Der Gegner startet hier unten. Der wird sich vermutlich also hier durch die Senke bewegen oder hier lang. Und dann vielleicht hier rauf. Also mein Plan ist es, wie befohlen, zu dieser Linie zu fahren und dann vielleicht ein oder zwei Flankenbadlys hinzustellen. Artillerie und Chor haben wir. Passt. Na denn, pausen wir. Da waren wir. Genau, wir sollen Position besetzen und gegnerische Aufklärungselemente bekämpfen. Was haben wir? Oh, das sind Erdhügel. Erdhügel sind gut. Dann stellen wir den Bradley da rein. Na, da haben wir schöne Deckung. Das ist auch die Kreuzung hier, die wir halten müssen. Hat hier einen schönen weiten Überblick über das Gelände. Also hier ist es ein bisschen eingegrenzt, also nicht schlimm. Mal links auch nochmal ein, das ist ja jeden gespuckt. So, Kompanie, Zug. Halt! Du bleibst da, wo du bist. Bradley 2. Dich verschieben wir mal. Hier halten. Ja, ist ein bisschen. Na, komm. Ah. Nicht schön, aber effektiv. So, Bradley 3. Mit dir fahren wir hier an der Waldkante lang oder durch den Wald durch und versuchen uns mal hier auf den Hügel zu stellen, um dann die Elemente, Aufklärungselemente zu bekämpfen. Holen wurde. Werdet ihr natürlich, ist dem BMP natürlich gnadenlos überlegen. Mit seiner Maschinenkanone und dem TOW-Werfer. Aber. Ist ja kein Kampfpanzer. Da sind Felder. Das müsste Punkt 15 sein. Hier. Eine Menge Höhenzüge. Das
Rädchen, was in der Mitte trennt. Was haben wir hier? Rädchen, was in der Mitte trennt. Das muss das hier sein. Oh, das ist ein Erdball. Den könnte man nehmen. Den könnte man nehmen. Gucken, was kann man da sehen? Gucken wir mal. Da ist ein weiterer Erdball. Aber wir prüfen erstmal, ob wir so was in der Optik haben. Richtschütze. Gehen wir auf Thermal. Thermalsicht sehen wir erstmal nicht viel. Schieben uns mal zum nächsten Erdball vor über die Straße. Dann können wir vielleicht ein bisschen, können wir hinter den Wald gucken. Vorstoßwald. Dann können wir hier See rauskommen. Dann können wir sie eigentlich wieder von hier beschützen oder von da an der Flanke. Wenn sie da kommen. Das ist natürlich die Frage, ne? Ganz so blöd ist die KI auch nicht mehr. Hin und wieder schießt und trifft die auch. Hätten wir mal Waldecke. Oh, das ist auch so ein Erdball. Hat es auf der gegnerischen Seite? Haben wir noch irgendwo was Erdwallmäßiges? Richtschütze? Ist das was? Nee, das ist. Diese Kameraeffekte sind mittlerweile schön. Oh, das ist ja. Travohäuschen hat eine Wärmesignatur. Sehr schön. Häuschen leicht in so Blickrichtung. Das ist die Ortschaft. In der Senke. Hier drüben was können wir hier, könnten uns mal auf den Hügel stellen, hätten aber weniger Deckung. Könnten dann aber auch hinter dem Wald gucken. Irgendwo müssen sie ja sein. Gucken wir mal hinten, von da sind wir ja gekommen. Ist die Kreuzung. Wir können natürlich auch einfach mal um die aufzustöbern unsere Luftunterstützung mal ranholen. Also die Ecke können wir gut einsehen. Ich vermute mal, dass sie sich hier hinter den Höhenzug bewegen. Das müsste also hier sein. Luftunterstützung. Mach mal dein Ding. Wo könnten sie sein? Da war halt nimmt so ein bisschen die Sicht. Ja, wir warten mal auf unsere Luftnahunterstützung. Können wir immer noch ein bisschen weiter pushen.
kommen sie. Ach so, alles klar. Lester Birdley. Wir sind schon in Position geschoben, aber die Mission hat einen Trigger. Der Trigger ist, wir müssen einmal in die 15er rein. Ich dran gedacht. Schön, die Jets gucken, die jetzt ihren tollen Treibstoff verbraten. Da fliegt er. Da fliegt die Phantom. Und ist rumgemacht. Dass er abgeworfen hat. So. Ich würde das kurz zum Fünften halten, dann können die mal irgendwo hier ins Dorf stellen. Ja, jetzt ist hier hinterher, das ist ein bisschen doof. Das ist halt noch eine Kurve Mission. Was ist hier eine gute Stellung? Die 3. Gegnerische Aufklärungskräfte. Unsere Luftunterstützung ist natürlich jetzt weg. Vielleicht hat es auch was getroffen, wir werden es sehen. Jetzt müsste der Träger gesetzt sein und die Mission müsste weitergehen. Es klang, ja, da ist Artillerie niedergegangen. Okay. Jetzt machen sie doch langsam ernst, die bösen Wichte. Es fängt an zu regnen, naja. Nimmt ein bisschen auch die Sicht. Schütze, dein Auftritt. Da, aufgeklärte feindliche Fahrzeug. Kein Schussfeld mehr. Da noch ein zweiter. Kleine BTRMs. Ist da noch was anderes? Da ist noch was anderes lang gefahren. Die sind hier irgendwo. Artillerie. Verweigert ihnen das Dorf. Auftauchen. Können wir den jetzt schön mit der Maschinenkanone, die übrigens nicht Laser messen kann, verbraten. Wir haben 230 Schuss. Da kommt unsere Artillerie runter, die schnell. Sie auch so ein bisschen. Wo sind sie? Da unten sind sie. Aufgeklärt. Ja. Ah, aber noch aufschießen. Toter Winkel. Haben wir getroffen? Wollt kein Treffer sehen? Komm. Target,
darf nicht mehr schießen. Der rollt noch aus, okay. Okay. Beiden sind bekämpft. Der ist ausgerollt. Okay. Da war jetzt nicht so, um da mal bekämpft haben. Machen wir einen Stellungswechsel. Marcel regnet noch. Unterstützung ist nicht verfügbar. Erdhaufen? Natürlich, hier ist kein Erdhaufen. Da muss am geilsten wäre. Natürlich sowas nicht. Man muss ja hinten den Wald stellen. So als Teildeckung. Besseres Schussfeld. Das sind sie, ne? Ja. Okay, wir nehmen mal TOB-Starter. Meine Maschinenkanone waren das auch schon echt nervig. Okay, Hubschrauber sagt er. Höher, höher, höher. Wir sehen den Treffer nicht. Höher, höher, höher. Oh, da kommt eine Rakete, Rakete. Okay. Das war's. Der ist hinüber. Feindliche Hubschrauber. Hat doch schön eine verbraten. Warte, warte, warte. Ja, ich will schießen. Komm, komm. Ja, ich mach ja. Treffer. Und den zweiten hinterher. Hammer, Hammer, Hammer. Sehr schön. Oh, der schmiert ab. Komm, schieß, komm, lade nach. Da kommt dich, da kommt dich, da kommt dich, da kommt dich. Ins Cockpit, komm. Ja, da ist er ein bisschen entspannt, ja. Bam, da hat's ihn zerlegt. Aus. Artillerie haben wir zur Verfügung. Schieben wir uns mal ein bisschen rum. So. Die Hubschrauber nerven uns nicht mehr. Okay. Wir gehen aufs Dorf raus. Schiebkanone wieder nehmen. Stellungswechsel. Der Seite Sandhof? Das ist Sandhof. Was machen wir denn?
Hubschrauber vor sich aus. Da brennt der andere Hubschrauber vor sich aus. Sehr gut. So, das haben wir noch die Kompanie. Eine Kompanie sind drei Züge in der Regel mit, ja, drei bis vier Fahrzeugen. Also es müssen 12 Fahrzeuge plus die T-72 Bomben. Die Attacke muss noch kommen, die große. Da, Schützenpanzer. Getroffen. Bedarf den nächsten, okay. Da sind auch noch welche. Hat ihr sie gesehen? Hat ihr sie gesehen? Danke, Kommandant. BTR. Okay, BTR bekämpft. Panzer. Okay. T-72. Aber können uns nicht bewegen, während wir mit der TOW schießen. Haben wir ihn getroffen? Stellungwechsel. Eine Kette verloren. Komm. Okay, nicht getroffen. Okay. Den kriegen wir, den kriegen wir. Haben uns erwischt, aber ich glaube, den Panzer haben wir auch gekriegt. Gut, dann stoßen sie auf uns direkt vor. Komm, Gunner Missile Tank ist... Beide Panzer haben geschossen. Tracking. Next target. Gunner stable PC. Tracking. Reverse left. Tracking. Komm. Genau, weil wir getroffen haben. Die BMPs schossen weiter vor. Da. Tracking. Den können wir jetzt vor einer Senke Tracking. Verschwindet. Mist. Mist. Tracking. Re-engage. War ein Treffer, aber nicht wirklich gut. Komm, lade schneller, es geht noch mal erleben. Jetzt aber. Schön raufsetzen, schön raufsetzen, komm. Der hat zerlegt. Da nehmen wir den anderen. Wir haben getroffen. Panzer. Ja. Ja, schön zerlegt. Ah! Der war fast durchgestoßen. Da fährt noch einer, ganz hinten rechts. Mission ist eigentlich gewonnen. Dann beenden wir sie mal. Gucken wir mal, da unsere ersten Schüsse. Ja, gut, gut, das ist eine Maschinenkanone. Haben wir nichts Wichtiges getroffen bei den BTRMMs.
Da haben wir sie mal erwischt. Fahrer und Co. So. Den haben wir schön. Der TOW erwischt den Demi beim ersten. Da hat bloß hinten die Leute weggesplittert. Und das, naja, klar. Also, das ist ein eindeutiger Treffer. Und der Mietreffer ist sogar noch besser. So, Maschinenkanone zu tief. Im Getriebe stecken geblieben. Durch. Okay. Man sieht auf der Bradley auf 1500 Meter durchschlägt die 25 mm auch nicht mehr so viel. Also bleibt hängen. Eigentlich hätten wir die BMPs eher mit Raketen beschießen müssen. So, und hier ist der SPW-60. Gut, der ist wirklich Pappe, den haben wir gut gekriegt. So, das war der eine T-72. Was haben wir da getroffen? Wir haben viel unwichtigen Kram zerstört. Obere Pontplatte getroffen, rechte Kette, deswegen konnte er noch weiterfahren und uns beschießen. Ja, der zweite Treffer war viel besser. Kette zerlegt, Motor. Und dann mal quer durch den Panzer sogar durch. Bei dem war es mehr wie ein Abpraller. Führung weggegangen vom Turm. Ja, das war der wunderbare Treffer. Das hat die Munition entzündet. So. Und noch mehr BMPs. Ja. Keine Frage. Das war der direkt vor uns war. Ja. Interessant. Ja. Na, ich lade es mal hoch und dann bin ich gespannt, wie das Spiel sich weiterentwickeln wird. Ach ja, wir können ja mal gucken, was hat uns denn erwischt. Wie war denn das? So, 6 müssen wir rausnehmen. Und dann müssen wir gucken. Wo hat es uns zerlegt? Da. Das war die Rakete vom Mi. Hat uns voll getroffen. In der Luke des Fahrers rein. Durchgesplittert. Ja gut, die Turmersatz, also komplett ein Arsch. Und dann noch einen zweiten draufgesetzt, auf Nummer sicher gegangen. Okay, da waren wir komplett im Arsch. Dann gucken wir mal. Und den ganzen BMPs, die wir genervt haben, bis die Panzer kamen. Okay. Der erste Schuss war ein Müh zu kurz. Und ist unten einmal durch, hat unsere Ketten beschädigt, ne? Genau. Laufrolle, linke Kette, durch. Dann haben wir nochmal Glück gehabt. Dann haben wir nochmal einen Kettentreffer gekriegt. Dann hat es hinten den Kampfraum zerschossen. Und genau, dann sind sie stiften gegangen. Lahmgelegtes Fahrzeug, zerschossener Kampfraum, Gekröse bei der Infanterie, dann sind sie stiften gegangen. So, haben wir einmal geguckt. Und dann schauen wir beim nächsten Mal, wenn das nächste große Update kommt. Ich freue mich auf das Spiel, wenn es mal rauskommt.